Ist es dein Ernte? Hallo, Freunde. Es ist Freitag, Couch Friday. Unsere erste Folge auf der Couch. Mal was anderes als VR. Machen wir heute eine kleine Couchparty. Heutiges Spiel ist Thief. Ich hab's geliebt damals, hab's aber nicht durchgespielt. Und deswegen habe ich mir gedacht, bequem auf der Couch, machen wir. Als erstes möchte ich mich aber nochmal bei Rocket Beans TV für den Support bedanken. Ich war sehr aufgeregt, bin's immer noch. Kaum zu glauben, dass ich da wirklich angerufen habe, aber es hat sich gelohnt. Und ich begrüße alle Neuankömmlinge. Und ja, ich hoffe, euch gefällt mein Content und ihr bleibt dabei und ich versuche, das Beste draus zu machen. Danke nochmal. Ich hole mir aber erst was zum Trinken. So, ich bin wieder da. Hab mir eine kühle Erfrischung gegönnt. Wir haben immer noch richtige Hitzewellen hier. Auch im Süden. Morgen soll es 34 Grad geben. Morgen, also Freitag. Heute ist Donnerstag. Zum Tag der Aufnahme. Und ja, und da muss ein kühles Getränk her. Also, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Neues Spiel. Ich hoffe, die Aufnahme gelingt. Das ist jetzt, wie gesagt, ein neues Setup. Alles neu eingerichtet hier quasi im Wohnzimmer. Kabel verlegt. Ich hoffe, es läuft alles. Aber wie ihr mich kennt, technische Probleme sind nichts Neues bei mir. Schwierigkeit. Ja, ich würde Meister machen. Ich mag nichts Einfaches. Kein Fokus. Brauchen wir den Fokus? Nur Stealth Knockouts, ja. Das finde ich gut. Keine Zielhilfe. Aber doch, das wird sonst dumm. Kapitel speichern wir, speichern automatisch. Ja, das brauchen wir schon. Einfach wegen der Zeit. Check. Keine Ahnung. Wenn du... Ja, nee, boom. Hey, wir müssen schnell sein. Wenn du stirbst oder deine Mission gescheit, gehen alle da... Oh, nein. Alle unkritischen Werkzeuge, Upgrades und Hilfsobjekte sind deaktiviert. Wenn ein Tier, wenn ein Mensch oder ein Tier auf irgendeine Weise Schaden erleidet, ist die Mission gescheitert. Nö. Wird ein Mensch oder Tier alarmiert, ist die... Nö. Ja, im Grunde können wir eigentlich alles auf... Alles auf schwer, auf normal. Gegner sind tödlich, jetzt heißt die Öffentlichkeit... Ah, machen wir einfach auf Meister, das wird schon passen. Ja, ich kenn's ja schon. Ich bin ja jetzt kein Noob oder so. Wenn irgendwas an der Tonaufnahme oder Bild irgendwie nicht so euren Wünschen entspricht, schreibt's mir in die Kommentare. Und dann guck ich, was ich machen kann. Geh, kleiner Odin. Odin ist auch immer am Start. Couch Friday, gell? Aber er hart. Bisschen. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt.
Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Scheinbar nie. Noch eine Info. Ich habe für das Setup ein bisschen länger gebraucht als geplant. Es könnte sein, dass es ein bisschen dunkel hier wird. Ich hoffe, man sieht mich dann trotzdem noch optimal. Oder ich hoffe, ich denke dran. Aber es wird schon passend zur Atmosphäre, würde ich sagen. Falls ihr nicht wisst, was Thief ist, googelt. Nein. Spaß beiseite. Thief ist, wie der Name schon sagt, ein Spiel über einen Dieb. Ich bin der Dieb. Es ist ein schon etwas älteres Spiel. Gab auch schon vor ein paar tausend Jährchen schon Vorversionen von Thief. Hieß auch früher der Meisterdieb. Ja, es geht ums Klauen. Alles, was man in der realen Welt nicht machen darf, nicht sollte. Hier kann man seine Kleptomanie rauslassen und wird dafür sogar belohnt. Okay, dann wollen wir mal. Ich muss jetzt hier zocken. Ich versuche alles zu klauen, was möglich ist. Also haben wir die Lichter aus. Ja, definitiv. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Das kann man nicht. Ja, da. Ducken. Ducken ist wichtig. Wahrscheinlich kann man noch gewisse Einstellungen machen, dass es ein bisschen. Dass der nicht aufwacht. Gewisse Einstellungen machen, um die Immersivität ein bisschen zu erhöhen. Ihr wisst ja, ich stehe auf Immersivität, auf Immersion. Nicht nur bei VR. Allein schon, dass diese Objekte blinken, ist für mich nicht immersiv. Kann man bestimmt irgendwo einstellen, aber who cares? Ja, okay, ich care. Vor allem an Care-Wochen. Aber ich will jetzt einfach nur spielen und dann gucken wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Stell ich's ein. Ich glaube, das war alles. Ach ja, nichts vergessen. Ich glaube, es gibt ein extra Achievement, wenn man alles Mögliche klaut. Aber ich glaube, hier ist nichts. Ja, zu gestern nochmal bei Rocket Beans TV. Boah, ich war unglaublich aufgeregt. Ich habe echt überlegt, soll ich da wirklich anrufen? Und das, was, wenn ich mich verspreche und irgendeinen Mist rauslabe? Aber ich habe mich getraut und es hat sich gelohnt und hey, die Moderatoren sind ganz sympathisch. War aber zu erwarten. Okay, das war ganz vorsichtig sein, das ist eine fiese Stelle mit den Drecksvögeln. Ich glaube, hier gibt es nichts zu klauen. Eigentlich ist ganz gut, wenn es so leuchtet. Ich glaube, da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Da würde man einiges verpassen. Wunderschönes Bild. Nicht. Easy. Ja, früher habe ich es auf. Ich habe es früher auf der 360 gespielt. Ich habe gedacht, ich hätte es auf dem PC gespielt, weil ich gerade sagen wollte, auf dem Joystick, auf dem Controller zu spielen, das ist schon recht angenehm. Es geht alles viel, viel schneller und intuitiver. Aber das kenne ich ja schon. Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe.
Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Ich bin der Dieb. Es gibt keinen anderen. Mit B. Okay. Oh. Was? Ich dachte, ich muss A drücken zum Springen. Typische Jump'n'Run-Manie. Aber scheinbar nicht. Aaron. Junge Dame, natürlich. Was machen Sie auf so einer Höhe? Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Bla 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 bla. Esso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Die Auflösung ist ein bisschen mehr als Full HD. Ich glaube 2K müsste das dann sein. Einfach für mich ein bisschen, dass ich den Spaß an den 4K-Fernseher beibehalte. 4K einzustellen hätte vielleicht auch noch funktioniert, aber ich bin nicht sicher, ob das mit der Aufnahme dann anders so funktionieren würde. Weil ich merke von der vom Lecken nichts dann, aber in der Aufnahme sehe ich dann, dass dann irgendwie was Renderverzögerungen sind vom OBS. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Und ich will es mir einfach ersparen, dann die ganze Aufnahme nochmal von neu machen. Geht es bei jeder Möglichkeit? Die erste Möglichkeit ist immer die beste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist meistens nicht so gut. Das ist auch hier und wie im wahren Leben. So, aber jetzt. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich umgesehen. Der da ist. Ja, von der Helligkeit müsste es passen. Ich mag es, wenn es schön dunkel ist. Was ist das? Jalt. Jans für Jalt. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Keine Macht der Gewalt. Ich kann nicht weiter. Wo der Mittsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Garten nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Laufen die noch weg? Weil der heiß. Da ist wieder Geld. Konnte man nicht irgendwie... Ah, genau, das habe ich gesucht. Also wir versuchen, oder ich versuche zumindest, alles Mögliche an Loot zu looten. Der hat nichts liegen gelassen. Manchmal haben die Schatz allein. Haben die Hellboiler. Ah, die haben keinen Hellboiler. Ja, aber eigentlich wollte ich versuchen, mehr Schwäbisch zu reden. Aber irgendwie. Ich glaube, das ist Berlinerisch, was ich gerade so. Hellboiler oder Kölsch. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich erzähle ich ihm Mist. Wie oft. Check. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Tolle Karte. Garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, ich dachte schon, er sagt, halt doch einfach die... Okay. Aber schon noch, oder? Ich hab so gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne.
haben auch alles. Glitzert nix mehr? Nein? Hoppala. Warum zerstören? Mach doch einfach... Kurbel's doch einfach runter. Muss doch nicht gleich zerstören. Time left. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Weil du plötzlich deine... Nein. Das sag ich jetzt nicht. Mach das, was du machst. Nicht. Nope. Hier hält eine 3G-Schere. Besser als eine 4- oder 5G-Schere. Weil wegen den Interferenzen. So. Oh, es schaut dunkel. Hab's extra schön dunkel eingeschert. Es ist schon dunkel. Aber echt vorsichtig sein, dass ich hier nichts. Dann ordnen, nichts den ich nicht vergesse. Versuche ich nicht aufzufallen. Aber davon gibt es eine Menge. Ich hab's einfach drauf. Ja, ich wollte eigentlich das Licht ausmachen, aber auch egal. Ja, aber es ist gut, dass es in VR so ein, zwei Diebesspiele gibt, die ich auch in irgendwann mal durchstarten möchte. Eins ist, glaube ich, den meisten, die sich für VR interessieren, bekannt. Der Thief Simulator hat jetzt ja auch sein VR-Release jetzt bekommen, soweit ich weiß. Es war ein Release. Gegen dein Geheimnis zu warnen. Oder war es schon? Auf jeden Fall ist es jetzt auch auf VR spielbar. Aber 4VR ist für die nächste Reihe ist schon was geplant. Also es steht schon was in den Startlöchern nach Elite Dangerous. Wenn das interessant ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber von den Bildern her, von Schrader könnte das was werden, was mich durchaus interessiert. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Wo pinkelt er? Kosten wir mal diese Entenflügel. Ah, die Entenflügel. Chicken Breast. Nee, das ist... Ach, das ist was ganz anderes, Alex. Who cares? Ach, ich könnte echt jedes Mal von... Ja, ich hab... mich gerade ein bisschen innerlich erschrocken. Es passiert oft. Ich habe das Spiel so geliebt damals. Aber ich wollte es unbedingt in VR spielen. Ich war damals so naiv, als ich zum ersten Mal von VR gehört habe. Ich weiß noch von früher, dass da ein Vogel drin ist. Ich habe gedacht, ich könnte doch das Licht ausmachen, aber scheinbar nicht. Ja, und habe halt gedacht, wenn man sich eine VR-Brille holt, kann man so gut wie jedes Spiel dann in VR spielen. Ist leider dem nicht so. Über Umwege ist das natürlich möglich. Aber das heißt da nicht, dass die Steuerung... Warte, da ist was drin. Oder habe ich es vergessen? Dass die Steuerung dann ebenfalls... VR tauglich ist. Und VR-Brille und
auf der Tastatur und Maus, das ist halt einfach kein VR. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen, meiner Meinung nach. Wie viel hast du gestohlen? Ja, aber ich hoffe. Kurz ruhig. Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftstein-Ding, das besser will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Was für eine Göre. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Stehen Sie bitte vor dem Tisch. Ich bring's für dich ein. Der war kostbar, der ist aus Mahagoni-Stahl. Ja. Ich hoffe natürlich, na gut, jetzt hoffe ich es mittlerweile nicht mehr, dass dieses Spiel irgendwann mal zu, in VR geportet wird. Gut geportet wird, nicht Fallout 4 schlecht geportet, sondern Skyrim gut geportet. Viele Waffen heißt viele Waffen. Und Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich glaube nicht. Ich hoffe schwer, dass Bioshock mal geportet wird für VR. Bioshock im VR, das wäre mega. Mit den Fähigkeiten. Das wäre richtig gut. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Aber Geist aufgibt. Dafür muss VR einfach noch aus der Nische noch raus. Es muss erschwinglicher sein für den Otto-Normalverbraucher. Und das ist es momentan einfach nicht. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Ja. Wortwitz. Ha. Ja, ist mir gerade erst jetzt irgendwie aufgefallen. Du hast mich nicht gesehen. Schleiche dich langsam von hinten an den Wachen an. Ducke dich und nicht, um nicht entdeckt zu werden. Ja, immer. Dein Geldbeutel? Ja, aber... Und wenn er einen hätte, da komme ich nicht hin. Bronson, komm mal her. Ha? Mensch, Bronson. Pierce Bronson, du oder? Mal dem Pierce helfen? Bronson. Er versucht seit 10 Minuten Bronson. Eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, bevor er sich selbst anzündet. Was für eine Beleidigung. Ist was. Da glitzert mich was an. Da komme ich aber gleich von der anderen Seite. Ich glaube, wenn ich da durch das Wasser husche. Nee, das hört er. Das war einfach nur ganz langsam. Oh, ich will das Geld. Falsche Taste. Oh ja, ein Pfennigstück. Goldmünze. Was mir einfällt, was ich vergessen habe in der Hektik. Heute kein Pulsmesser. Beim nächsten Mal versprochen. Aber ich bin heute super gechillt. Durchgehend 80 Schläge. Mach ich beim nächsten Mal. Ich weiß, sehr unprofessionell, aber das ist jetzt nicht alles nochmal neu, deswegen. Verdammter Luftzug, wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Hä? Ich probier's mal aus. Wahrscheinlich fällt ich, aber... Schleicht da jemand herum? Ich glaube. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Time left.
wollte es mal ausprobieren. Jetzt wissen wir es, dass es nicht funktioniert, durch das Wasser zu huschen. Vorsichtig. Filigran. Wer ist da? Was? Da vorhin hat er vorhin auch geklappt. Und dang, die zwei Goldstücke lasse ich nicht da liegen. Wahrscheinlich war ich nicht richtig hin. Oh. Ah, oh, ich muss mich dran gewöhnen. Viel zu laut. Irgendwas wollte ich sagen, ich hab's wieder vergessen. Verdammter Luftzug. Wieso muss die Feuer immer runterbrennen? So, slowly, steady and slowly. Check. Ich bin immer noch sehr paranoid, deswegen will ich ganz kurz gucken, ob die Aufnahme auch funktioniert. Funktioniert. Alles gut. Irgendwas hat er noch, was ist, nee, das war, oder hab ich's? Hä? Naja. Ich könnte die noch, oh, ich wollte die noch auf den Kopf spucken. Ich meine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Klöderfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Hört er nicht? Hm? Nö. Ach, komm schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, los und lebendig. Richtig ins Gesicht. Oder wie der liebe Gregor sagen würde, ins dein Gesicht. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Gregor von... Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie. Ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Hast du Geld? Also als erstes mal weg von dem Licht. Nachher fängst du noch Flammen. Dann wird's ekelhaft. Das war Hunger. Die schöne Grillsaison. Habt ihr gut gegrillt diesen Sommer? Ich denke mal, durch Corona ist vieles hängen geblieben, leider. Drecks-Corona. Aber trotzdem hat man ja immer noch die Möglichkeit, ein, zwei Würste auf den Grill zu hauen. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Wie gesagt, morgen, also Freitag. Die verdammte Kralle hält dich auf. Für das ich ja das Video mache, für Couch Friday, wird es 34 Grad geben.
laut, voraussichtlich. Will ich mich gemütlich an den See flacken, guten Freunden. Das lasse ich mir nicht nehmen. Dass der mich nicht sieht, ey. Die ist da noch hoch. Muss ich jetzt da... Der sieht mich doch dann. Ach so. Eine Flasche. Ja, ich sollte lesen. Ich könnte direkt auf den Kopf, aber das gibt dann auch einen Fail. Hallo, Odin. Komm. Ist da jemand? Komm raus, mein damit Fernseher. Ich dich sehen kann. Mein Fernseher macht so ein paar Flacker. Flackerbilder? Flackerbilder? Flackende Bilder? Was? Du! Du! Ein paar Flackerbilder? Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme, ich bezweifle es. Es liegt immer im Fernseher. Günstig erstanden, da ist halt sowas halt mal drin. Super kleine Fehler, nobody's perfect. Mich stört das nicht, nicht wirklich. Was ist hier los? Wer macht hier Geräusche? Komm raus! Oder geh dahin zurück, wo du herkommst. Gleich noch dahin. Da war nichts, schätze ich. Soll ich denn umhauen? Eigentlich will ich ja niemanden umhauen. Will eher stealth-mäßig unterwegs sein. Aber verboten ist es nicht. Ah ja gut, später wird es halt... Wenn ich niemanden umhaue, ist es halt umso besser. Außerdem macht es Lärm. Aber dann müsste sich... gleich beruhigen eigentlich. Boah, das ist geil. Der hat nix, oder? Kein Jaldbeutel? Nee. Kann ich... getrost hier die... zwei Jaldmünzen holen? Ist... furchtbar wichtig. Das ist mindestens eine Tagesration. Essen. Oder Kondome. Je nachdem... Wenn du so weitermachst, wo man seine Prioritäten setzt. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen. Aber er weiß er nicht, hat seine Prioritäten woanders. Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir. Aber er glaubt dieses verdammte Gerücht... Versuchen wir, dass wir logisch voranzugehen. Ah, das? Dann solltest du ihm mal in seinen der fetten Arsch treten, Junge, oder? Sir. Time left. Sorry. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Keine Wasserpfeile. Der geht immer nach hinten, nach vorne. Da kann man sich nur verstecken, gell? Springen. Ah, da sind die Wasserpfeile drin. Viel Zeit hat man aber nicht. Die machen dann einfach das Dingens wieder an. Warten wir kurz, bis der
Oberfeldwebel weggeht. Dann kann ich ihm seine Purse klauen. Kann ich speichern? Nee. Ich könnte das Licht ausmachen. Ja, der hat ja immer noch eine Fackel. Ich muss es schaffen, das Schloss... Ne, wir machen das... Wir machen das Licht aus. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wir machen das Licht aus. Ich hoffe, das ist... Ich hoffe, das ist clever. Wir machen das Licht aus, klauen schwind es und dann versuche ich schnell das Schloss zu knacken. Ist das dein Ernte? Scheiße. Okay. Planänderung. Ich habe noch eine Flasche. Mit der Flasche kann ich ihn ablenken. Zuallererst. Schaffe ich das so? Wehe, du machst die Kerze wieder und ich sag's dir. Nimm mit. Hey. Okay, machen wir was. Der hat ein bisschen Zeit. Ich dachte, da wäre ein Schloss. Ich finde dich, Bürschchen! Warum? Im Namen der Wache des Barons! Zeig dich! Ich hätte schließen sollen. Okay, muss ich mir merken, immer diese Dinger schließen. Ich muss jetzt warten. Ich muss jetzt warten. Ich komme hier nicht raus. Hier ist niemand. Lass uns kein Risiko eingehen. Bleib wachsam. Ja, ist zu riskant. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Dumm von ihm, knapp für mich. Gut für mich. So. Bevor wir jetzt weitermachen. Ich will den Kack da hinten noch. Machen wir das jetzt. Jetzt weiß ich, dass hier jemand ist. Alarm! Ganz ruhig. Wir sind Wachmänner. Ja, ganz ruhig. An mir kommst du nicht vorbei. Ich werde überall nachsehen. Hier ist nichts mehr. Kacke, es ist viel zu dunkel. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Genau. So geht es euch wahrscheinlich, wenn ich VR spiele und gerade noch Dinge erkennen kann und ihr halt euch denkt, I can't see shit. Was tut der Junge da? So geht's euch wahrscheinlich.
Ah, da geht's hoch. Ich hab jetzt einfach mal random ausprobiert. Ja, nachher kommt ja dieser Fokus dazu. Dann sehe ich wenigstens etwas. Das ist ein Seil. Ja, aber irgendwie muss ich doch... Dann kommt dieser Fokus dazu, dann sehe ich ein bisschen im Dunkel. Deswegen ist es für später dann nicht mehr so tragisch. Oh, Leute, ey. Oder, oh, okay. Oder muss ich wieder... Ah, ich muss vielleicht außenrum nochmal, oder? Ich glaube, ich muss nochmal zurück. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss ja auf jeden Fall hier auf diesen auf dieses etwas drauf. Okay, was machen wir? Vielleicht stelle ich kurz die Helligkeit einen Moment ein bisschen hoch. Total unrealistisch. So würde es kein Schwein spielen. Du siehst ja viel zu viel. Aber ich glaube, mit meiner Vermutung war ich richtig. Weil ich mit meiner Vermutung richtig lag. Stellen wir das auch wieder zurück. Aber das ist okay, glaube ich, oder? Ja, es passt. Der kleine Odin. Der hat den ganzen technischen Stress nicht um sich. Der bekommt auch so Likes. Zum Werfen. Ah, der sieht mich nicht. Ja. Gut. Time left. Zehn Minuten hängen wir noch. Ich glaube, im Anschluss werde ich gleich mit einer kurzen Pause das nicht hochgehen, oder was? Dann werde ich im Anschluss nach einer kleinen Pause die zweite Folge schon mal aufnehmen. Schon. Wenn ich es hier hochschaffen sollte. Das war doch. Hä? Wie ging das doch mal? Hallo? Kann mir jemand sagen, wie man da hochkommt? Ich stelle mich dezent blöd an.
Menschenskind noch einmal. Ach, ich hätte. Ja, das kann man, aber später kann man da hoch. Ich frag mich, warum das jetzt noch nicht ging. Ich hab doch trotzdem. Achso, ich hab ihr Werkzeug nicht. Hast du Angst, dass ich dir sie könnte da hoch, aber. Ginge mir ähnlich, schätze ich. Aber ich nicht. Ich hab Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen. Klar, man muss schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Machen wir einfach unsere Arbeit. Ja, red nicht so viel. Komm, geh durch. Ach, jetzt muss ich hier das Ding klauen. Machen der Dieb klaut von der Diebe. Ohne dieses Ding. Typisch. Oh, das Video ist ein bisschen laggy. Ich hoffe, das stört nicht allzu arg. Ich nehme an, das ist unser Ziel, der Urkraftstein. Oben. Immer ein schlechtes Zeichen. Brüder Cornelius, Aldus, die Schlüssel. Es ist Baron Northcrest. Wir sind hier, um die Stadt in ein neues Zeitalter zu führen. Voller Fortschritt und industrieller Aufklärung. Beginnen wir das sieht mit aber der Kanalisierung voll normal aus, der Urkraft. Nicht das Special-Baron, sondern so Standard-Baron. Sammler in Strakakan. Auf Deutsch bitte. Skelmamakana. Komm schon, gehen wir runter. Das wird lustig. Nein. Wir sind fertig. Es ist vorbei. Was? Machst du Witze? Was? Etwas stimmt nicht. Es ist zu gefährlich. Du bist noch nicht so weit. Du weißt, dass ich kein Kind mehr bin. Ich schaffe das. Ich gehe da runter, mit dir oder ohne dich. Aber nicht ohne das hier. Ha, habe ich dir den Scheiß geklaut? Ui. Der Olaf. Der Olaf mit den blauen Augen. Zu langsam. Der hat eine Frau geschlagen. Das gibt eine fette Anzeige. Von dem Olli. Keine Bewegung. Nein. Geralt, ich rutsche. Geralt, gib mir die Kralle. Oh nein. In the frass. Fucking intense. Gell, Odin? Du hast nichts mitbekommen. Aufregend auf jeden Fall. Oder was sagt ihr? Ich find's so früh. Ich mag das Spiel. Vor allem auf der Couch mega gechillt. Psst. Nein, Odin. Chill. Hey! Er wacht anscheinend auf! Los! Nicht so faul! Wir müssen in die Stadt mit ihm, bevor die Abriegelung losgeht. Langsam, Junge! Wir müssen ihn nur sicher zum Uhrenturm schaffen. Dann ist alles in Ordnung. Wohin des Weges? Zum Bäcker in Stonemarket. Ah, hab ich mit dir geredet, Bastard? Oh, beruhig dich, Bro. Geh weiter!
scheiß Bettler. Man vermisst die alte Wache. Ich glaube, mein Controller sollte eigentlich auch vibrieren. Hat auch nicht funktioniert. Ja, immer diese technischen Probleme. Die Stimmen! Die Albträume! Die Schwermut wird schlimmer. Arme Dude. Überall außer Alldale. Man muss was unternehmen. Wir interessieren keinen Junge. Das wirst du bald lernen. Ihm geht es nur um den Fortschritt. Wollt ihr diese verdammten Rohre überall haben? Hey, du! Ja. Das reicht jetzt! Hygiene, Digga. Davon werden wir nicht satt. Davon werden wir nicht gesund. Oh, doch. Du, haltet euch für sicher. Nur weil ihr Dreck schaufelt für die Reichen. Der Baron hat einen Strick für jeden von uns. Doch Veränderung kommt. Orion wird sie bringen. Der Baron wird brennen. Seht, seht. Sie fürchten die Wahrheit. Kopf runter. Du, mit wem redest du? Mit jemandem? Warm ins Fresnoy. Bam, bam, bam. So was will ich auch. So eine Maske und so ein fucking Cape. Da nachts rumgeistern. Das stimmt nicht. Ja, ja. Das darfst du. Lass ihn nicht entkommen! Ich bin hinter dir! Darf ich bitte mein Auto machen? Du darfst dich ausruhen, lieber Gareth. Denn wir machen jetzt Schluss für heute. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich danke mich nochmal bei Rocket Beans TV für den Support. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Kommentar, wenn es irgendwelche Feedbacks gibt oder irgendwelche Anregungen. Oder was, wenn ihr Ideen habt, was ich noch spielen soll. Die Liste ist lang, sage ich euch. Es gibt so viel, was ich noch spielen möchte. Für euch, für mich, für uns beide, für Odin. Lasst ein Like da, abonniert den Scheiß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr genießt noch den Freitag. Ich auf jeden Fall auch. Bis zum nächsten Mal, euer Anora Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.